Hallo, in diesem Video möchte ich die Arbeitsweise mit BIM erklären, wie man mit verschiedenen Bauabschnitten arbeitet. Das heißt, ich habe hier einfach den ersten Bauabschnitt, den zweiten, den dritten. Für was kann ich das brauchen? Im Prinzip nehme ich das so her, wenn ich jetzt mit BIM arbeite, ist ja ein Grundsatz, wenn ich Zeichnungen erstellen will, dass die Konstruktion muss positioniert und gespeichert sein. In diesem Fall ist aber so, die Fassade ist noch nicht fertig, es fehlen die Konsolen, die Anschlüsse. Die Blechfassade ist natürlich auch noch nicht fertig, weil es fehlt die Unterkonstruktion und alles Mögliche. Deswegen will ich hier in diesem Fall nur die Stiege ausarbeiten. So, jetzt ist der erste Grundsatz, damit ich arbeiten kann, in der Konfiguration. Das heißt, ich muss BIM plus Verwaltung sagen, dass ich nach Bauabschnitten arbeiten muss oder will. Das heißt, die Zeichnungsnummern sollen bauabschnittsweise konfiguriert werden oder generiert werden. Findet man unter BDM, Verwaltung BIM, Fertigungszeichnung. Das heißt, bauabschnittsweise auf Ja. So, im nächsten Schritt wäre es so, weil ich will ja dann aus dem eine externe Szene machen und ich habe dann in diesem Abschnitt eine Positionsnummer 100, in diesem Abschnitt eine Positionsnummer 100 und in diesem. Derzeit ist bei mir so eingestellt, dass meine Zeichnungsnummer generiert wird aus der Projektnummer, sprich 1722, plus der Positionsnummer. Das heißt, ich habe hier 1722-100 und das hätte ich hier in diesem Fall in drei Abschnitten. Um das für die Werkstätte einfacher zu machen, das heißt, dass sie auch die Teile finden, hat man hier die Möglichkeit, einen neuen Textblock zu hinzufügen und ich möchte hier in weiterer Hinsicht ein Dokumentattribut, welches ich dann noch vergeben muss, wo ich meinen Bauabschnitt vergeben will. So, also bei mir ist es der Bauabschnitt, Klammer, Doku-Stamm, ich habe den Aliasnamen in meiner Datenbank vergeben, also Bauabschnitt, ansonsten steht hier Construction Section, also mit C geschrieben. In diesem Fall sage ich hier, ich möchte das übernehmen und möchte noch einen Bindestrich ergänzen. Und im Prinzip brauche ich nur OK sagen und dies ist dann auch gespeichert. So, jetzt ist der nächste Weg. Wie komme ich zu meinen Bauabschnitten? Im Prinzip, die Bauabschnitte laufen über die Referenzierung ab. Das heißt, ich habe hier in diesem Fall meinen Stahlbau und den möchte ich extern referenzieren. Wichtig dabei ist beim externen Referenzieren das Weltkoordinatensystem. Entweder wenn ich Ebenen habe, kann ich sagen Löschen aller Ebenen oder ansonsten unter Konstruktion Weltkoordinatensystem. Das ist der erste Schritt. In weiterer Hinsicht möchte ich dieses Teil referenzieren, das heißt, sprich, ich möchte hier sagen rechte Maustaste, sage hier in diesem Fall Teil referenzieren und speichern. So, in diesem Fall sage ich referenzieren extern. Ich möchte eine Zeichnung erstellen, also Einzelteilzeichnung erstellen und speichern. Möchte mit der Datenbank einen neuen Artikelstamm vergeben und möchte den Namen des Dokustamms, also des Dokuments, eingeben. So, als erstes kommt mir die Artikelmaske. In diesem Fall sage ich hier ganz übergeordnet, das ist mein Stahlbau. In weiterer Hinsicht habe ich mir so angewöhnt, dass ich eigentlich nur unter Benennung 1 was reinschreibe, weil in weiterer Hinsicht kann ich diese auch in anderen Konstruktionen einfügen und deswegen brauche ich dann auch den Artikel einfügen und deswegen gebe ich auch hier einen Artikel ein, damit ich die Teile wiederfinde. So, dass der Stahlbau soll natürlich nicht stücklistenrelevant werden, weil diese Baugruppe wird dann in der externen Szene meine neue Hauptbaugruppe. Das heißt, ich sage hier in diesem Fall Nein. Gebe hier den Wert des Teiledokuments ein, das heißt, ich sage in diesem Fall auch Stahlbau. So, und jetzt ist die Szene dran. Und zwar den Namen sage ich jetzt auch Stahlbau. Was jetzt wichtig ist, ist dieses Icon. Und zwar, dieses Icon hat drei Stellungen. Einmal Ja. Das mittlere oder diese grau hinterlegten würde ich ignorieren und einmal Nein. Also im Prinzip würde ich, man muss darauf achten, entweder ist es
Also schwarz, das Graue muss man ignorieren und einmal nein. Ich gebe hier den Bauabschnitt ein, der in weiterer Hinsicht dann für die Zeichnungsnummergenerierung ist oder kommt. Soll natürlich kurz sein, weil sonst wird die Zeichnungsnummer immer länger. Das heißt, ich sage hier in diesem Fall ST. In dieser Zeichnung soll dann positioniert werden, die jetzt aus dem erzeugt wird. Das heißt, ich sage hier OK. Und jetzt hat mir Heikat diesen Stahlbau extern referenziert. In Helios sieht das dann wie folgt aus. Das heißt, Heikat hat mir ein Teiledokument angelegt und ein Dokument Stahlbau, aus dem ich meine Zeichnungsnummern oder Zeichnungen generieren werde, meine Positionierung und alles Mögliche. So, das heißt, ich gehe jetzt mal in diese Zeichnung. Jetzt befinde ich mich hier in diesem Stahlbau. Und was mir jetzt hier noch fehlt, weil ich ja eventuell noch weiter modellieren will, ist mein Naturmaß, sprich meine bauseitigen Teile. Das heißt, die möchte ich hier auch noch einfügen. Deswegen muss ich hier zwingend auch mein Bauseits auch referenzieren, damit ich, falls es Änderungen gibt, diese auch hier in allen Zeichnungen aktualisieren kann. Das heißt, ich gehe wieder aufs Weltkoordinatensystem, sage in diesem Fall wieder referenzieren. Im Bauseits will ich auch modellieren. Lass mal hier die gleiche Einstellung. Das heißt, ich sage hier Bauseits. Stücklistenrelevant soll es natürlich nicht sein. Teile-Dokument sage ich hier auch Bauseits, weil das will ich ja eventuell dann einfügen. Und ja, einmal noch, das hätte ich auch mit Copy and Paste haben können. Was ich hier definitiv weiß, in dem Bauseits will ich sicher nicht positionieren. Das heißt, ich kann den Haken vorsichtshalber mal raustun. So, jetzt ist Folgendes. Das heißt, ich gehe jetzt in meinen Stahlbau und kann hier einen Artikel einfügen, sprich kann hier suchen, was habe ich alles. Das heißt, hier wird mir alles aufgelistet, was ich referenziert habe. In diesem Fall will ich Bauseits. Fragt mir Passpunkt am Teil. Ich sage hier in diesem Fall rechte Maustaste. Passpunkt in der Konstruktion sage ich auch rechte Maustaste. Das heißt, jetzt hat mir Heikat alles, was im Bauseits war, das heißt auch meinen Raster, den ich hier einfach mal ausblende, wieder an der gleichen Stelle eingefügt. So, jetzt ist aber so, dass alles, was unterhalb des Stahlbaus ist, auch in der anderen Konstruktion nochmal hinkommen würde. Das heißt, ich hätte das in der Hauptkonstruktion, wenn ich jetzt mal das anschaue, habe ich hier Bauseits und unter Stahlbau auch nochmal. Das heißt, ich habe es in diesem Fall doppelt. Deswegen ist wichtig, dieses Bauseits sollte bzw. muss hier aus der Hauptbaugruppe, aus dem referenzierten Teil rausgeschoben werden. Das heißt, wenn ich hier nochmal reingehe in die Konstruktion und der Stahlbau, ist es hier nicht mehr drinnen. So, ich speichere jetzt einfach mal die Konstruktion, weil wenn ich jetzt hier noch sage, hier oder speziell, ich hätte hier noch die Möglichkeit zu positionieren. Das heißt, ich mache das einfach mal zu und jetzt schaue ich mir nochmal diese Gesamtzeichnungen an. Das heißt, hier habe ich die referenzierten Teile und was ich hier noch natürlich nicht geschaut habe, und zwar unter Dokumentenstamm bearbeiten. Ich möchte hier verhindern, dass in dieser Konstruktion, also in meinem Gesamtmodell, positioniert wird. Sprich, ich setze hier bewusst den Haken von Positionierung auf Nein. Lade wieder meine Zeichnung und sage einfach mal Positionieren. Und jetzt bekomme ich nämlich die Meldung, das Positionierungsmodell der Konstruktion ist deaktiviert. Sprich, es funktioniert hier einfach nicht. Das heißt, es kann mir auch nicht passieren, dass ich versehentlich in dieser Konstruktion positioniere. So, wichtig ist mir natürlich mein Stahlbau. Das heißt, ich gehe direkt in die Konstruktion Stahlbau, weil hier will ich ja positionieren. Sprich, ich klicke hier auf den Button Gleichteilsuche und Heikat macht mir meine Positionierung. Und man sieht hier, ich habe meine Positionsnummer vergeben und sage in diesem Fall einfach nur mal speichern.
damit meine ganzen Artikel an Helios übertragen werden. So, in diesem Fall interessiert mich einfach nur eine Zeichnung. Das heißt, ich sage einfach meine Zeichnungen. Ich sehe hier die ganzen Attribute, die ich mir anzeigen lasse und sage zum Beispiel, ich will meine Träger. Ich möchte einen Träger haben, sage in diesem Fall okay. Sag okay, das ist dieser Träger. Und HiCard generiert mir jetzt aus diesem Träger die Fertigungszeichnung. Die sieht dann wie folgt aus. So, das heißt, ich schaue mir diese Konstruktion einfach mal an unter Verwaltung BIM, verknüpfte Dokumente und sage hier einfach mal, meine Zeichnung soll mir geöffnet werden. So, nochmal. So, das wäre jetzt meine Zeichnung. Grunde genommen, so wie auch im vorigen Video, könnte ich hier schon mal sagen, okay, mein Zeichenblatt ist eingestellt auf A4. Will ich nicht, ich will in diesem Fall A3 haben. Damit ich hier die Zeichnungen besser sehe. So, was aber wichtig ist jetzt, ist Folgendes. Und zwar der Schriftkopf. Und zwar ist natürlich in Arbeit, weil ich es nicht freigegeben habe, aber die Zeichnungsnummer ist jetzt folgt 1722, sprich meine Projektnummer, Bindestrich Bauabschnitt, Bindestrich 104, sprich die Positionsnummer. Mit Speichern ist dieses im Prinzip fertig, sprich, wenn ich hier meine weiteren Dokumente anschaue, sprich PDF, ist in meinem PDF auch schon der richtige Name und alles richtig definiert. Zeichnungen habe ich in diesem Fall, also DXF-Zeichnungen, ist in diesem Fall noch leer, weil ich eingestellt habe, dass die Fertigungszeichnungen oder die DXF-Zeichnungen erst bei der Freigabe passieren. Das heißt, die Freigabe ist, oder bei der Prüfung, muss ich jetzt selbst schauen, was ich jetzt eingestellt habe. Das heißt, unter externen Fertigungsunterlagen habe ich eingestellt, bei Prüfung und Freigabe werden meine DXF erzeugt. So, das heißt, ich sage einfach mal Prüfung. Diese Zeichnung ist aktuell, sprich, die kann geprüft werden. Das heißt, wird in Prüfung gesetzt. Schauen wir das dann in Helios nochmal an. Das heißt, sprich, jetzt hat die Zeichnung ist in Prüfung, hat natürlich auch eine Größe, meine PDF ist jetzt auch natürlich in Prüfung und somit habe ich eigentlich meine ganzen Zeichnungen und kann die Bereich in diese Bereiche dann rausziehen. Das heißt, man sieht hier die Lose, da kann ich natürlich wieder dann in die Bereiche filtern, sprich, wenn ich hier sagen würde, ich möchte einen Filter haben, im Bauabschnitt soll nur was SD ist, sage ich hier anwenden und ich sehe zum Beispiel meine Bauabschnitt oder meine ganzen Zeichnungen, die nur diesen Bauabschnitt betreffen. Und somit kann ich diesen Bereich so ausarbeiten, wie es eigentlich sinnvoll ist und auch in der Praxis gebraucht wird, weil man ja natürlich nicht alles immer fertig machen kann und dann ausarbeiten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bis zum nächsten Mal.